Wertvoll kochen wird präsentiert vom Fränkel Kochclub. Heute in unserer Sendung ist Katharina Kuhlmann. Bekannt geworden ist sie 2003, als sie die Wahl zur ersten Miss Tuning World gewann. Bis 2011 war sie anschließend für den Fernsehsender Sport 1 als TV-Moderatorin für den Bereich Autos und Tuning zuständig und fuhr 2008 sogar als Deutschlands erste weibliche Fahrerin bei den Drift Challenges. 2013 mit ihrer Teilnahme an der Sendung Das perfekte Promi-Dinner fand sie allerdings eine ganz neue Leidenschaft von sich heraus. Veganes Backen. Kurze Zeit später wurde sie Deutschlands erste von der Handwerkskammer geprüfte vegane Konditorin. Außerdem sind ihre Kuchen so gut, dass sogar Cafés regelmäßig ihre veganen Kuchen ordern. Servus Kathi. Danke, dass ich hier rein darf. Ja, sehr gerne. Hallo. Was hast du uns für ein tolles Rezept mitgebracht? Ich habe mir gedacht, wir machen einen richtig schönen Apfelkuchen. Zeitloser Klassiker und den tunen wir ein bisschen. Wie gehen wir vor? Also ich würde sagen, ich fange mit dem Teig und dem Pudding an. Wenn du so lieb wärst und würdest schon mal die Äpfel schneiden und kleine Würfel. Ich glaube, das kann ich. Das kriegst du hin. Okay. Ich habe dir auch ein kleines Schneidebrettchen mitgebracht. Liebe Kathi, schau diese Hände an. Also mit dem Brettel kann ich nichts anfangen. Das passt so gut. Ja, das legen wir hier her als Deko, okay? Okay, dann fange ich mal an mit dem Teig. Genau. Und das wird jetzt alles vegan? Ohne Butter, ohne Ei? Ja. Aber das erklärst du uns. Klingt bestimmt paradox, aber es funktioniert, es schmeckt super lecker. Also gerade auch vor dem Hintergrund, dass ja viele unter Allergien leiden. Ich hatte zum Glück keine Allergie, aber ich habe mich dazu entschlossen, aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. Vorher war ich lange Vegetarierin und dachte, ich mache eigentlich alles richtig zum Thema Tierschutz. Mhm. Aber dann habe ich mich ein bisschen damit befasst und dann habe ich mir gedacht, nee, ich lasse das alles weg. Okay. Und mir geht's prima, bin gesund. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, dass gerade auch Kinder vielleicht mit Allergie oder jeder, der Allergien hat und auf so viel verzichten muss, dass diese Lücke einfach gefüllt ist. Also dass man leckere, saftige Kuchen oder Desserts, Eiscremes und nicht immer so das trockene Dinkelzeug, mit dem man in den Frisbee werfen kann. Was haben wir da jetzt für Mehl genommen, wenn du bei Dinkel bist? Ja, wenn ich mit Dinkel bin, ich habe ein helles Dinkelmehl genommen. Okay. Man kann natürlich auch normales Weizenmehl nehmen, ist völlig egal. Mhm. Aber jetzt bitte nicht Vollkorn. Nee. Das passt jetzt einfach nicht. Und als Fettstoff? Das sieht aus wie Butter. Ist aber Margarine, also verblüffend echt. Mhm. Und die verhält sich auch wie Margarine. Das heißt, sie wird nachher auch schön fest. Man kann also toll Buttercremes damit machen. Und, das heißt dann Margarinecremes, oder? Ja, das klingt aber blöd. Deswegen, ich nehme ja auch nicht die Margarine vom Brot, ich nehme die Butter vom Brot. Und deswegen bleiben wir bei Butter. Also ich nehme also jetzt die pflanzliche Butter. Ja. Ja, die tun wir da rein. Also, und ich werde auch nicht am Fett sparen. Also da kommt wirklich 250 Gramm rein. Aber jetzt fangen wir mit den trockenen Zutaten erstmal an. Was war das jetzt? Das war ein bisschen Backpulver, Rheinweinstein-Backpulver, also total easy. Mhm. Dann natürlich Zucker, also auf Zucker möchte ich nicht verzichten. Kann man natürlich auch, aber ich finde, ein Kuchen ist schon was Besonderes und da darf man auch sagen, das gönnt man sich jetzt den mal. Den hat man ja auch nicht jeden Tag, oder? Ja, eben. Ja gut, aber viele sagen, kannst du nicht bitte ohne Zucker und bitte so. Mhm. Aber dann sage ich mir, dann back dein Vollkornbrötchen und mach deine selbstgemachte Marmelade, aber dann... Oder ist ein Tic-Tac, aber nicht ist mein Kuchen. Ist ein Tic-Tac, genau. Dann hat das auch drin. Ja, aber liebe Kathi, jetzt muss ich dich schon fragen. Ja, viele kennen dich ja als Miss Tuning. Das ist eine Weile her. Das glaube ich. 2003 war ich tatsächlich die erste Miss Tuning. Aber das ist ja noch nicht so lange her. Funkloch. es ist ein paar Jährchen her, ist ja völlig egal. Ja, klar. Das war eine irre Zeit, ich bin so viel rumgekommen, also es war... war mega. Also und dann kommst du mega toll auf vegan. Wie ich weiß, es klingt paradox, aber ja, auch das ist möglich. Wir haben jetzt auch E-Autos, also ist alles ist möglich. Ne? Also, wir haben auch E-Autos. Ja, super. Oder vegane Autos gibt es auch. Und ich weiß nicht, es ist ja jetzt auch nicht irgendwie nur eine Sommerdiät, sondern es ist wirklich eine Lebensphilosophie. Also für mich ist das jetzt einfach nicht irgendwie, weil ich sage, ich will jetzt abnehmen, sondern ich möchte einfach bewusst essen, wertvoll essen. Wertvoll essen, wertvoll backen. Mit Nachhaltigkeit, auch Thema Umweltschutz und Tierschutz. Mhm. Und und eben, Allergien, auch nochmal ein Thema. Haben wir gesagt, genau. Mhm. Cool. Ja, Kathi, aber vegan, keine Mode, sondern volle Überzeugung, oder?
voller Überzeugung. Und da gibt es auch für mich keine Wendeplatte. Ja. Also das heißt jetzt nicht, dass ich dann glaube ich, also es gibt einige Veganer, die tatsächlich rückfällig werden, die dann sagen, sie möchten gerne Eier oder so essen. Also ich merke, dass mein Körper darauf reagiert. Prima, Beispiel, ich war in einem Café und darf ich kurz dein Messer einmal ganz kurz haben für die Margarine? Und hatte mir einen Latte Macchiato bestellt und versehentlich hat die Dame mir keine Sojamilch gemacht, sondern echte Kuhmilch. Und ich habe früher literweise Kuhmilch getrunken. Und dann... Hast du sofort reagiert, oder? Ich dachte, die wäre schlecht, die Milch. Ich bin hingegangen und sagte, ihre Sojamilch ist schlecht. Und das, und die so, welche Sojamilch? Und dann, das war mit, da siehst du mal, wie mein Körper gleich gesagt hat, Geht nicht. Ich bin raus. Also ich bin, bin wirklich, wirklich raus. Und ich finde auch teilweise, wenn ich im Café bin oder irgendwo und es sind so tierische Produkte dann da, jemand bestellt sich wie eine Würstchen oder so, dann... Ja. Die heißen bei uns auch Seitewurst. Deswegen. Seitanwurst. Seitanwurst. Ja, Seitan ist nämlich zum Beispiel sehr, sehr lecker. Und okay, jetzt darf ich, machst du deinen Teig fertig? Ja, ich mache den Teig fertig. Ups. Nebenher können wir ja dann den Pudding im Prinzip kochen. Genau, wir kochen den Pudding und dann. Und ich mariniere die Äpfel? Pass auf, normalerweise macht man jetzt ein bisschen Zitronensaft drüber. Okay. Und ich habe gedacht, ich bringe dir ein bisschen Rum mit. Rum? Zum Rumsauen. Okay. Und deswegen könntest du, das überlasse ich dir von der Dosierung, einfach deinen Schuss Rum rüber machen. Ah ja, okay. Wie viele Äpfel sind das jetzt? Das sind jetzt 4. Ah, perfekt, genau. Und den 5. würde ich dann gerne oben schön, schön anrichten. Jawohl. So, schau mal, das machen wir jetzt. Das wird jetzt die Basis für den Mürbeteig. Und damit machen wir dann auch dann die Streusel. Das sieht ja jetzt schon mal schön aus. Und das Tolle ist, meine Kinder können immer probieren. Du musst nie Angst haben wegen Salmonellen. Den da natürlich nicht probieren. Nicht probieren. Den jetzt nicht probieren. Ach, den probieren wir jetzt, bevor wir den zum Marinieren nehmen, oder? Gerne. Ein bisschen Tuning muss ja sein, ja, oder? Aber bitte für mich nur einen Teelöffel. Ja, du hast mir gesagt, du wirst schon rauschig vom Hustensaft. Ja, vom Hustensaft, also. Zum Wohl. Zum Wohl, mein Lieber. Oder? Alter, du trinkst dich ja hier. Ja, du hast jetzt mehr getrunken wie ich. Aber der geht. Der kommt ja aus, der kommt aus Salem, der kommt aus deiner Nachbarschaft. Echt? Ja, klar. Und das Tolle ist, der ist sogar vegan. Richtig. Und da muss man auch drauf achten. Ich habe früher mal einen Witz gemacht und gesagt, ja, es gibt ja auch veganen Alkohol, weil ich nie daran gedacht habe, dass da tierische Produkte verwendet werden. Aber. Wir tun jetzt ein bisschen mehr rein. Es wird teilweise Hühnereiweiß verwendet, Fischgelatine. Ja, zum Klären, ja, klar, das zum Klaren. Das ist auch beim Apfelsaft, also auch gerade jetzt für Kinder. Oder, ist ja auch ein Thema Religion. Das möchte ja nicht jeder. Schweinegelatine da drin haben. Und das ist, finde ich, als Verbraucher echt schade, weil es einfach nicht deklariert war. Also bis vor ein paar Jahren. So langsam tut sich da was. Cool. So, mit der Teig hast du fertig? Den Teig habe ich fertig. So, der klebt jetzt ein bisschen, ist aber gar nicht schlimm. Deswegen sollte man immer etwas Mehl haben. Ich werde jetzt ein bisschen was zur Seite machen, damit wir damit noch die Streusel machen können. Darf ich schon mal den Pudding kochen? Gerne, du musst einfach die Milch erhitzen. Nehmen wir mal nicht alles, lass uns noch ein bisschen, so 50 Milliliter bitte hier zum Pulver dazu tun. Zum Glattrühren, sonst haben wir nachher Klumpen drin. Genau. Wie es kinderleicht weitergeht, zeigen wir Ihnen nach der Pause. Wir backen gleich wertvoll weiter. Wir freuen uns. Herzlich willkommen zurück an der Backform, Kathi. In rosa. Backpapier. Achso, ja. In rosa, genau. Heute ist alles in rosa. Heute ist alles pink. Naja, da wir recht mit vielen Zutaten arbeiten, also viele Äpfel, der wird also recht gehaltvoll und schwer. Und der Teig ist nun mal nicht fettarm, deswegen gibt es hier noch ein bisschen Stabilität. Ach, dass man das nachher später auf die Tortenplatte besser rumsetzen kann. Ja, genau. Cool, Mann. Weil es cool, Mann. Ja, genau. Name ist Programm. Weil wir wollen ja auch nicht, dass es sich festsetzt. Und deswegen mache ich hier noch ein bisschen Margarine an den Rand. Dann lässt sich es leichter lösen. Dann kann man es nachher schön lösen. Genau. Super. Die Äpfel sind mariniert. Man könnte jetzt auch noch ein bisschen Zucker drüber machen oder auch ein bisschen Zimt. Aber das ist eigentlich mehr so weihnachtlich, ich denke. Ja. Wir machen vielleicht ein bisschen Zucker, oder? Ich wollte gerade sagen, aus unserer Daisy. Aus der Daisy-Dose. Aus der Daisy-Dose. Ja. Das ist ja geil. Oh, oh, oh. Da tut sich schon was. Ja, ich denke, du kannst, ja, nur nicht aus den Augen lassen. Nachher gibt es hier noch ein Unglück. Nein, für das bin ich, habe ich dich ja. Ja, aber ich bin nicht multitaskingfähig. Okay. Das hatte ich nicht in der Muttermilch, ich weiß nicht. Und dann rührt man jetzt ganz normal an. Genau, anrühren. Und das wird, ich habe ein bisschen weniger Sojamilch genommen. Normalerweise nimmt man ja 500 Milliliter, damit das ein bisschen fester wird, weil die Äpfel geben ja auch noch mal Wasser ab. Ne? Okay.
Aber das sieht schon mal toll aus. Genau, den richtig dick einkochen, dass das eine richtig dicke Creme wird. Richtig dick einkochen. Das hast du jetzt gesagt. Ja, das kam zwischen den Zeilen durch. Ich hab's ja gemerkt. Aber Kathi, du bist ja nicht das erste Mal vor der Kamera. Du warst ja bestimmt schon öfters vor der Kamera. Was für Sendungen oder was war für dich so das Highlight? Außer heute natürlich War das wirkliche Highlight, dass ich das perfekte Promi-Dinner vegan gewonnen habe bei lauter Fleischessern. Das war echt cool. Okay. Vor allem, weil einer mit einer McDonald's-Tüte noch kam. Das war wirklich, aber es gibt lustige Geschichten. Also ich habe ja lange Tuning-TV moderiert, das war so mein Baby. Und das war damals ja eben noch DSF, heute Sport1. Und die haben mich ja für alle möglichen Sendungen immer eingesetzt, weil ich ja zu allem Ja gesagt habe und auch immer gut improvisieren konnte. Und da habe ich wirklich, und da habe ich wirklich nicht nachgedacht. Ich sage, komm, kann ich? Ich hätte keine Ahnung vom Poker. Mhm. Ich sollte live und auf Englisch die Poker Invitational in Monte Carlo moderieren, weil eine Kollegin krank geworden ist. Aber es kommt noch viel krasser. Da hat dann gerade der Hamburger SV gegen den AC oder AS Monaco gespielt und da musste ich ins Fußballstadion im Abendkleid mit so einem Fußballschall und dann sagen, liebe Zuschauer, es tut mir ganz, ganz leid, aber die sexy Sportclips fallen heute aus. Wir machen jetzt die Poker Invitational Nacht. Okay. Und ich habe mich da so zum Elch gemacht. Überleg mal, tausende von Zuschauern. Allein schon durch den HSV-Schal. Stell dir das mal vor, das geht ja gar nicht. Vielleicht hatte ich auch einen Monaco-Schal, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ich habe gedacht, so, oh mein Gott, muss ich mich dafür entschuldigen. Keine sexy Sportclips. Und dann der Knaller, der Phil Ivey, gewinnt $1 Million beim Pokern. Eine Million. Du hast ihm halt Glück gebracht. Ja, er hat ein Gesicht, als hätte ich gerade meine Steuererklärung gemacht. Und ich habe dann ihn gefragt, was machst du jetzt mit dem Geld? Ja, da muss ich meine Frau fragen, die wartet im Hotel. Ich dachte so, okay. Typisch. So. Ist dir auch schon passiert? Dass ich eine Million gewonnen habe, nicht, nee. Aber dass ich meine Frau öfters frage, ja klar. Ja. Ohne die geht's nicht. Happy wife, happy life. So sieht's aus. So, und du rollst das jetzt mit so einer kleinen filigranen Rolle? Ja, ich finde den ganz nett. Damit kann man den ganz gut ausrollen, wenn es ein bisschen zu sehr klebt. Immer ein bisschen Mehl nehmen. Also man, das ist übrigens auch eine Basis, dieses Rezept, wenn man zum Beispiel Plätzchen machen möchte. Okay. Und wenn wir Zucker herauslassen, dann kann man das ja auch als Quiche nehmen, oder? Zum Beispiel. Okay. Ja, gute Idee. Ja. Dann sollte natürlich ein bisschen Salz rein. Ich bin jetzt vegan. Ja, du machst es ja auch schon mal. Ja, du hast es ja. Du standst auch schon mal am Herd. Darf ich jetzt den Pudding? Ja, der darf drüber. Der darf drüber. Und dann machen wir das schön untereinander, lassen das ein bisschen abkühlen. Genau, wir lassen es ein bisschen ziehen. Weil zu heiß soll es natürlich nicht sein, damit jetzt nicht gleich unser Kuchen komplett aufweicht, ne? Also, liebe Zuschauer, in einer rosa Schüssel mit einem rosa Kochlöffel. Das hättest du dir auch nicht träumen lassen. Nee, ne? Hätte ich mir nie träumen lassen. Aber ich glaube, das hätte keiner von mir so gedacht. Also ich so als Terror-Barbie damals, das war auch der Spitzname auf der Rennstrecke. Dass ich jetzt, ich weiß noch, da habe ich so meine ersten Fotos gemacht, so das Pferd guckt in die Küche und ich brach gerade einen Kuchen. Und dann war so die erste Frage so über Facebook, in welchem Studio bist denn du? Du bist bei mir zu Hause. Also die Leute haben mir das nicht abgenommen. Meine Küche das ist meine nächste Koppel. So ungefähr, ja. Cool. Nee, schön. Dann kann man das ja nachher gleich mal verteilen, oder? Ja, ich brauche hier noch einen kleinen Moment. Der Backofen hast du vorgeheizt? Ja, 175 Grad, Ober- und Unterhitze. Das ist wichtig, der Ofen muss vorgeheizt sein. Ja, und wie lange lassen wir es drin? Eine gute Stunde. Okay, okay. Das sieht schon mal recht gut aus. Ich bin ja gespannt, wie der nachher lecker schmeckt. Oh, der wird super schmecken. Und dazu noch ein bisschen Sahne, die gibt es ja auch vegan. Das erklärst du uns nachher bitte später. Vegane Sahne. Es ist wie mit der Butter, doch. Das ist genau das Gleiche. Wie vegane Salami. Nein, ich habe sie nicht hergestellt, aber es gibt's. Nein, also der Markt hat sich da toll entwickelt. Also vor 10 Jahren, als ich angefangen habe, da war das schon bitter. Da war's anders, gell? Ja, da habe ich meine erste Currywurst im Internet bestellt, die hat nicht mal meinen Hund gefressen. Das kann auch passieren, klar. Aber jetzt so mit O, ich glaube. Dann würde ich das drin verteilen und du zeigst uns noch, wie wir die Streusel machen, oder? Gerne. Pass auf, dann machen wir jetzt die Streusel. Dann machen wir einfach nur ein bisschen Mehl dazu und einen anderen Aufsatz. Okay. Dann nehmen wir den Schneebesen. Einfach die Apfelpuddingmasse jetzt verteilen. Genau, einfach rüber. Das ist für mich eine Herausforderung, so filigran zu arbeiten. Aber wir kriegen das hin. Ja, aber ich habe gehört, du bist ganz, ganz toll im Backen und Dessert machen. Ja, die eine sagen so, die andere so. Weißt ja, wie das ist. Ja. Aber schau mal. Und jetzt hast du gesagt, ich soll noch ein paar Apfel. Ja, vielleicht Ringe so ein paar Ringe machen. Oder Schnitzel und dass dann so die Streusel nur so leicht die Äpfel bedecken. Das also man ich. Kann Streusel natürlich auch mit den Fingern machen, aber ich nehme jetzt natürlich wieder die Maschine. Geht schneller. Ja, ja, immer ein paar Umdrehungen mehr, wie genau, damals. Wie damals. Oder? Ja, genau. Ja. So.
Wir machen jetzt da so halbe Scheiben drauf, oder? Ist das so okay für dich? Super, perfekt. Und die ein bisschen andrücken, dass die auch noch das machen wir dann am Schluss, genau. So. Guck, und wie einfach und wie schnell das jetzt ging. Es ist 10 Minuten. 10 Minuten und wir sind durch. Durch waren wir schon vorher, aber jetzt. Das jetzt schau. Tun wir noch die Streusel drauf? Genau. Ich habe jetzt ein bisschen und dann haben Streusel. Wir, oh, das sieht echt aus wie bei Oma. Wie bei Oma? Mhm. Ja, prima. Ja, das war's schon. Und dazu dachte ich, trinken wir einen schönen Kaffee. Das machen wir noch. Einen schönen Latte Macchiato. Einen schönen Latte Macchiato. Da habe ich auch noch ein spezielles Rezept. Das nennt sich das Tote Tante. Tote Tante. Wie wir die tote Tante nachher zubereiten, seid gespannt. Das wird richtig, richtig cool. Bis dahin. Cool, Mann. Hallo, zurück bei uns beim Wertvoll Backen. Kathi, schieben wir den jetzt in den Ofen? Machen wir. Aber okay. Sowas von. Bei 175 oder 170? 175. Ah, dann nehmen wir den. Nehmen wir den. Okay. Voilà. Oh, Omas Apfelkuchen. Von Kathi getunt. Von Kathi getunt. Dazu hast du ja einen Kiko-Apfel genommen. Genau. Kennst du den? Den kenne ich, ja. Der Kiko-Apfel, der kommt aus, also ursprünglich aus Japan. Der Herr Braun hat den damals einen Mutanten nach Südtirol genommen, hat es dann kultiviert und daraus ist die Marke Kiko geworden. Krass. Und den kriegst du jetzt hier, das schneide ich jetzt mittlerweile im Bodenseeapfel. Genau, ist ein Bodenseeapfel, genau. Die sind in Salem, das ist die Salemfrucht. Mhm. Und die vertreiben den hier deutschlandweit. Und der ist super lecker. Der ist super lecker, süß, tolle Geschichte und ist halt brutal rotbackig, wie du halt. Ach ja. Genau. Super, wie machen wir denn jetzt weiter? Also, wir wollen ja zum Kuchen ein bisschen Sahne. Mhm. Und du hast mich ja gefragt, vegane Sahne gibt es. Okay. Wie sie machen, weiß ich nicht. Also, ich könnte jetzt hier die. Ach, das hätte ich jetzt schon gern gewusst. Nein, alles gut. Ich weiß auch nicht, wie sie Margarine machen. Auf jeden Fall ist alles pflanzlich. Und, aber kalt muss sie sein, ganz wichtig. Mhm. Und dann geben wir nochmal Gas. Und dann dazu machen wir dann den Latte Macchiato, die tote. Die tote Tante. Tote Tante. Genau. Super. Aber das geht jetzt ratzfatz. Na, so ein, zwei Minuten brauchen wir schon. Okay, okay. Und jetzt, liebe Kathi, backfrisch, druckfrisch, kam jetzt dein Backbuch, dein erstes veganes Backbuch auf den Markt? Ja, hat lang gedauert, bis ich den Mut hatte und bis ich alle Bilder zusammen hatte. Okay, okay. Aber ich denke, es ist ein Augenschmaus, weil es mir... Das ist ja ein Augenschmaus schon auf dem Cover. Also wirklich sehr, sehr schön. Da ist jetzt natürlich unser Rezept auch drin, oder? Genau, der Apfelkuchen ist natürlich mit drin, die klassische Variante. Der Klassiker, aber ohne Rum haben wir das drin? Der ist jetzt ohne Rum, genau. Okay, okay, okay. Und ich sage auch, man kann ein bisschen Zimt noch bestreuen oder so, aber es ist wirklich für jeden was dabei. Also von über Eiscreme, Rosenwasser. Geht nicht rein ums Backen, nein, sondern auch alles ist, also man kann auch einen Himbeersirup machen. Hier habe ich zum Beispiel Perlmutstrauchblütensirup, Trüffel. Also in die Pralinenrichtung? Genau. Ja, cool. Milchreis im Glas, also eigentlich ja, für jeden Sommeranlass. Also mehr Patisserie wie Backen, oder? Also ja, so gemischt, gemischt. Also so, ja cool. So zu gleichen Teilen ist eigentlich alles dabei. Also Ostern, Valentinstag, Muttertag, Sommerpicknick. Also das ist ja geil. Und ich denke, es ist auch ein süßes Geschenk. Und deswegen ist jetzt auch alles in rosa. Das habe ich mir schon gedacht. Also ich in einer rosa Backstube. Als hättest du dir auch nicht träumen lassen, ne? Nie, nie. Deswegen habe ich auch extra für dich noch hier. Ach so, nee, du bist der Ralf, ich bin die Kathi. Hab extra einen Topflappen gekriegt, dass ich mir die Finger nicht verbrenne. Das ist ja richtig lieb. Genau, Finger verbrennen. Du brauchst jetzt hier ein bisschen hier. Schmackes? Genau, Manneskraft. Okay. Weil ich habe jetzt den Milchaufschäumer vergessen. Und normalerweise mache ich das mit der Maschine. Und jetzt müssen wir halt back to the roots. Klar, aber bei dir ist ja alles mit der Maschine, oder? Auch nicht alles. Also ich dachte, es geht mal einfach schneller dann. Okay, okay. Also ich wäre jetzt nicht gern länger geblieben. Und ja, aber es erleichtert schon einiges, klar. Aber vegan ist dein Leben, oder? Und jetzt vegan mittlerweile, ihr habt es gesehen, es gibt ja auch das vegane Magazin, dazu machst du auch die Rezepte. Genau, im Vegan-Magazin bin ich sogenannte Food-Kolumnistin, das heißt, jeden Monat kommen meine Rezepte rein. Okay. Und das war auch so der Grundstein dafür, dass dann viele gesagt haben, wann kommt denn dann dein Buch? Das will doch bestimmt keiner mehr, weil es gibt schon so viele Bücher. Also ist ja nicht so, dass das Vegan irgendwie erst seit 3 Tagen auf dem Markt ist. Ich denke, das reicht schon. Meinst du? Ja. Okay. Das soll ja eine schöne Schaumkrone haben. Cool. Aber du kannst natürlich hier nochmal Vollgas geben. Bisschen Krach machen. Sehr schön. Und dann machen wir jetzt den Macchiato? Genau, das heißt, wir nehmen als erstes die Milch. Mhm.
Ups, das ist jetzt Mandelmilch. Okay. Zack. Trinkt man aus einem Glas, oder? Ja, logisch. So, und jetzt. Wir essen auch noch von einem Tellerchen. Genau. Das ist deine Abteilung. Du darfst jetzt den Rum. Den Rum rein. Es gibt tatsächlich an der Ostsee das Rezept, das nennt sich Tote Tante. Das hat mir mein Vater erzählt, am Strand hat er das immer getrunken. Okay. Und das ist ein Latte Macchiato mit einem Schuss Rum. Ich weiß nicht, wie viel Rum da reinkommt, deswegen, aber es ist. Wir probieren es einfach mal, oder? So, hätte ich jetzt mal gesagt, oder? Ist das super. Und das Rezept heißt dann Tote Tante? Die Tote Tante. Okay, von mir aus auch der Onkel. Klasse. Ja, prima. Jetzt würde ich mal sagen, wir schneiden deinen mitgebrachten Apfelkuchen an. Genau. Weil der andere Apfelkuchen braucht ja noch ein bisschen. Der braucht noch ein bisschen. Und einen heißen Apfelkuchen sollte man nicht anschneiden. Und vor allem nicht mit essen. Pudding, das läuft genau, jetzt dann genau, raus, genau. Oder? Das wäre dann nur eine Sauerei. Ja, prima. Ja, Kathi, dann würde ich dich bitten. Soll ich das machen? Ja, das ist dein Kuchen. Okay. Klar. Jetzt schauen wir mal, wie der wunderbar im Anschnitt ist. Schauen wir mal, dann sehen wir schon, ne? Eh klar. Also mein Tipp ist auch immer, den Kuchen am Vortag zu backen. Mhm. Ich finde, er kriegt dann einfach mehr Substanz, also geschmacklich wie auch von der Konsistenz her. Wow. Zack. Und die Sahne. Aber du, das sieht richtig saftig aus. Ganz toll. Der ist auch saftig. Also du hast ja gesehen, es wird nicht an Zutaten gespart, also ein Pfund Margarine. Ja. Ein halbes Pfund, um Gottes Willen. Ein halbes Pfund. Bei der doppelten Rezeptur ist es dann halt ein bisschen mehr. Ja, sehr schön. Hm? Das sieht doch schon mal toll aus. Den Macchiato dazu. Genau. Und dann könnte man ja noch irgendwie einen schönen Apfelschnitz mit anlegen, dass wir noch ein bisschen Farbe auf den Teller kriegen, oder? Ja, klar. Man kann kriegen, auch oder? Ein bisschen Zimt auf die Sahne machen oder, ja. Aber ich finde, das ist so ein zeitloser Klassiker. Den kann man das ganze Jahr eigentlich essen, eigentlich, Apfelkuchen. Ja, genau. Äpfel gibt es ja auch das ganze Jahr. Ja, also so. Ach, süß. Das sieht doch jetzt gar nicht so schlecht aus, oder? Pass auf. Weil gerade mit dem Kiko-Apfel. So, und da du mir ja eh aus der Hand frisst. Jetzt bin ich mal gespannt. So. Liebe Zuschauer, mein erster veganer Apfelkuchen. Im Ernst? Ja. Du hast noch nie veganen Apfelkuchen? Oh Gott, jetzt bin ich ja gespannt. Ich auch. Darf ich ehrlich sein? Oh, bitte. Ja. Schmeckt wie bei Oma. Also da schmeckst du keinen Unterschied. Es ist grandios. Das liegt wahrscheinlich auch an den guten Äpfeln. Nein, natürlich. An deinem Rezept nein. Liegt es, liebe Kathi. Vielen Dank. Aber die Äpfel sind natürlich unglaublich wichtig. Also das ist man ja merkt wirklich keinen Unterschied, ob das jetzt vegan ist. Super. Oder. Nee, wirklich. So soll es sein. Es hat riesig viel Spaß gemacht, liebe Kathi. War mega. War echt mega. Wir backen wieder. Ich freue mich drauf. Vielleicht dann mal in Blau oder so, dass es nicht immer so rosa Hauptsache ist. Hauptsache nicht schwarz. Richtig, genau. Nee, hat mir große Freude gemacht. Oh, danke. Das ist ja lieb. Vielen Dank. Und Sie, liebe Zuschauer, freuen Sie sich auf die nächste Sendung Wertvoll Kochen. Bleiben Sie mir regional und verbunden. Ihr Ralf Hörger. Nächste Woche bei Wertvoll Kochen, Jakob Rittmeier, Privatkoch und Ernährungsexperte mit dreierlei hausgemachte Pasta, Bella Italia. Wir freuen uns. Super, wird lecker.